Liebe Zuschauende vor den technologischen Endgeräten, leider, wie ihr seht, bin ich ganz alleine hier, denn aufgrund von Missverständnissen müssen wir die Veranstaltung mit Heike Hensel leider kurzfristig absagen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sie kommt wieder, keine Frage, allerdings halt nicht heute. Von daher müsst ihr jetzt mit mir Vorlieb nehmen. Ich kann noch mal darauf hinweisen, es gibt diese Tombola. Da ihr jetzt nicht eine Stunde lang, anderthalb Stunden lang dem Gespräch mit Heike Hensel über Julian Assange, über Friedensbewegung international, über ihre Erfahrungen im Bundestag zuhören könnt, könnt ihr entweder zu Utz Mörbe schalten und bei Trinken mit Linken mitmachen. Oder ihr sucht euch ein schönes Linken-Plakat in eurer Nähe, stellt euch davor, macht ein Selfie, schickt es uns, damit wir es auf Facebook verbreiten können. Gebt euer Gesicht der Linken für den Wahlkampf und vor allem am 14. März eure Stimme. Wir arbeiten dran, dass es möglichst störungsfrei weitergeht und unsere Kandidierenden auch hierher kommen, beziehungsweise Bundesprominenz. Am Sonntag wird die Gökay Akbulut um 11 hier hoffentlich mit mir vor der Kamera stehen und abends um 19.30 Uhr findet ihr den Anil, der im Wahlkreis 9 Nürtingen kandidiert und der sich dem Jahrestag von Hanau widmet, der eigentlich heute ist, aber er hat einen spannenden Referenten für Sonntagabend da und letztendlich kann man den Menschen nicht oft genug gedenken. Und vor allem alle gemeinsam was dafür tun, dass sowas nie wieder passiert. Herzlichen Dank an der Stelle. Gehabt euch wohl. Nichts für ungut. Schöne Grüße zu Heike nach Tübingen, sollte sie zufällig zuschauen. Und bis unlängst.